Mit Ihrer Expertise als General AD, wie beurteilen Sie die Situation jetzt in Litauen? Also jetzt diese, ich sag mal, angebliche Blockade des einzigen Weges vom Kernrussland in die Exklave Kaliningrad. Die Russen drohen jetzt mit Vergeltungsmaßnahmen. Besteht die Gefahr, dass tatsächlich ein NATO-Mitglied, EU-Mitglied in einen Krieg hineingezogen werden kann, wenn Russland militärisch vorgeht deswegen? Also ich bewerte die Lage hochbrisant. Kaliningrad ist von herausragender strategischer Bedeutung für Russland. Gerade wegen der richtigerweise getroffenen Sanktionen damals im Rahmen der völkerrechtlichen Annexion der Krim hat Putin die Krim als militärischen Hauptstützpunkt ausgeweitet. Wir haben dort Iskander-Raketen, die nuklear bestückt werden können. Wir haben das Flugabwehrsystem S-400 und vieles andere. Und wir haben auf der anderen Seite an der Grenze zu Belarus haben wir Landstreitkräfte in einem Ausmaß, so dass unsere Kräfte in Litauen, Lettland und Estland bestenfalls abschrecken können. Und es gibt eine einzige Landverbindung, nämlich von Weißrussland über den Suwalki-Korridor nach Kaliningrad. Über diesen Korridor läuft die gesamte Versorgung, wie man schön gerade im Bild gesehen hat. Dieses Abzuschneiden, das wird sich Putin nicht gefallen lassen. Ich bin gespannt, wie er darauf reagiert. Ich würde mir wünschen, dass es hier einen Dialog gibt. Einen Dialog, wie auch immer, wie man das Problem Sanktionen auf der einen Seite, aber das Problem notwendiger Versorgung der Bevölkerung in Kaliningrad auf der anderen Seite, wie man das nach Möglichkeit auf diplomatischem Wege regelt, bevor Putin sich gezwungen sieht, militärisch einzugreifen. Aber soeben haben die Russen, und das ist über Agentur gelaufen, ja schon gesagt, das Problem wird sich nicht diplomatisch lösen lassen. Es sind noch keine Gegenmaßnahmen angekündigt worden, aber allein schon so eine Äußerung, die verheißt doch nichts Gutes. Naja, was dort so öffentlich gesagt wird und was dann dort hinter den Kulissen passiert, sind zwei Paar Schuhe aus meiner Erfahrung. Ich kann nur hoffen, dass es nicht zu einer Auseinandersetzung kommt, denn das wäre automatisch der NATO-Fall nach Artikel 5. Des NATO-Vertrages. Wir Deutschland werden in besonderem Maße betroffen, weil wir haben unsere Truppenteile mittlerweile in einer Stärke bis zu 5000 Mann, haben wir in Litauen stationiert. Also wir werden wahrscheinlich zu sofortigem Eingreifen gefordert. Aber ich will diese militärischen Szenarien nicht so weit spielen. Noch ist es nicht so weit, noch steht da eine Bedrohung, noch steht da eine Äußerung der politischen Elite aus Russland. Ich hoffe immer noch, dass wir das friedlich beilegen können.